Dieses Video ist sowohl für News-Trading-Einsteiger gedacht als auch für diejenigen, die sagen, ich möchte eigentlich gar kein News-Trading machen. Warum das so ist und warum du es unbedingt bis zum Ende durchziehen solltest, erfährst du jetzt. Wir im Team Trading Freak sind auf das News Trading spezialisiert, aber über die Jahre haben sich auch weitere Daytrading Strategien dazu ergeben, die überhaupt nichts mit News Trading zu tun haben. Wenn du also heute sagst, boah News Trading interessiert mich eigentlich nicht, dann gibt es aber trotzdem für dich einiges zu beachten, was in diese Fundamentalanalyse geht. Es gibt nämlich bestimmte Uhrzeiten, wo wir ganz genau wissen, jetzt kommt Bewegung in den Markt. Die News Trader können das nutzen. Die Anti-News Trader, die eher technisch handeln, die sind dann eben an der Seitenlinie und die müssen das wissen. Und ich erlebe es aber tagtäglich, dass viele Einsteiger das überhaupt nicht verstehen und dann auf Basis von irgendwelchen technischen Indikatoren wundern, warum es auf einmal einen 50 oder 100 Punkte Move im DAX, im Dow Jones oder in irgendeiner Währung gibt und sie ausgestockt werden. Wir werden jetzt also als nächstes die erste Session am Whiteboard machen, wo ich dir die Grundlagen zum News Trading erkläre und dann werden wir sukzessive weitergehen bis hin zu klaren Trade Beispielen, die du als Impuls mitnehmen kannst. Bevor wir starten, zwei Hinweise. Zum einen ist es ist mir wichtig zu betonen, dass weder News Trading noch Volumentrading noch Markttechnik oder irgendein anderer Name für eine Strategie der heilige Gral ist und das eine besser als das andere. Für dich ist es wichtig, dass du in den nächsten Wochen und Monaten einen Ansatz findest, der zu dir passt, den du durchhalten kannst, also zu der passt, bedeutet natürlich auch, dass du zu den jeweiligen Zeiten verfügbar bist. Und da ist News Trading durchaus für sehr, sehr viele Leute interessant. Aber nochmal, ich wiederhole meine Aussage vom Intro. Selbst wenn du sagst, ich möchte gar kein News Trading machen, wirst du in diesem Video gleich Dinge sehen, wo du sagst, oh, das brauche ich sogar, wenn ich rein nach Charttechnik, Price Action oder was auch immer handle. Deshalb schau dir das an, konzentriert. Und die zweite Info für den Start des Videos wäre: ähm, Abonniert den Kanal. Ja, warum? Weil wir hier über YouTube auch Playlisten haben für Anfänger, für Fortgeschrittene. Es gibt auch immer wieder Tipps für ähm, psychologische Themen, Systematisierung und da wird definitiv was für dich dabei sein. Wir starten mit der Frage: Was ist News Trading und was ist News Trading eigentlich nicht? Ich habe das hier mal in so eine Trichterformation gemalt und ähm, wir fangen einfach oben an und gehen dann immer eine Etage tiefer. Was wir also machen, ist, dass wir bestimmte News oder Daten Benutzen, um Trade-Ideen aufzubauen. Und wir wollen die Nachrichten oder Datenveröffentlichungen haben, wo wir wissen, bei bestimmten Mustern bewegen diese Ergebnisse dann die Kurse. Und zwar sowohl von Aktien als auch von Währungen. Und im Bereich der Aktien können wir natürlich auch die Indizes wie in DAX, Dow Jones etc. mit einschließen. Das bedeutet, wir suchen nach marktbewegenden Events und können dann in dem jeweiligen Asset einen Trade machen. Und das machen wir jetzt nicht nur blind, weil eine Nachricht rauskommt, sondern wir verbinden diese drei Dinge. Ja, wir suchen uns also die Nachrichten oder die Daten aus, die relevant sind, komme ich gleich noch zu, gucken dann, ja, in welchem Markt hat das überhaupt Auswirkungen. Und im dritten Teil optimieren wir dann unsere Trade-Einstiege und Ausstiege über charttechnische Hilfsmittel. Das kann volumengetrieben sein, das kann auf Basis von einfachen... Unterstützung oder Widerstandszonen sein, also diese Zonen, wo der Kurs in der Vergangenheit eine Trendwende hingelegt hat. Und so können wir dieses Muster letztendlich auch noch in drei verschiedene trading stile pressen. Variante 1, Scalp-Trading, dann nimmst du vielleicht ein paar Punkte, ein paar Cent in der Aktie mit und bist nach fünf Minuten wieder fertig. Wir können das im Day-Trading einsetzen, wo der Trade vielleicht ein, zwei, drei Stunden läuft, nehmen etwas längere Strecke mit. Wir können aus so einem Event heraus auch einen Swing Trade machen oder planen, wo der Trade dann auf Basis dieses Ereignisses für die nächsten Wochen geplant ist. Das heißt, was ist für uns in diesem Moment wichtig, wenn wir uns hier im Team Trading Freaks mittags spätestens treffen, dann ist es so, dass die Analysten dafür da sind, genau solche Events zu finden. Und die Mitglieder, die wir ausbilden, die wir hier begleiten, die kriegen ja auch Zugang zu unseren Foren, zu dem, was die Analysten heraussuchen. Das machen wir also nicht nur für uns, sondern auch für die Mitglieder. Und da geht es im ersten Step darum, marktbewegende Nachrichten zu finden. Und dafür schauen wir uns jetzt mal zwei Nachrichten an, die da relevant sind. Zwei klassische Beispiele für marktrelevante Fundamentaldaten das ist zum einen diese Earnings-Season. Ja, also wenn die US-Aktiengesellschaften zum Beispiel auf Quartalsbasis ihre Earnings veröffentlichen, wie war die Umsatzentwicklung, wie war letztendlich der Verdienst, dann sind das an diesem Tag Nachrichten oder eben Daten, die die jeweilige Aktie bewegen können. Und auf der anderen Seite, so zum Thema Forex, ja, da sind zum Beispiel Inflationsdaten sehr, sehr wichtig. Du kannst dir also einen Wirtschaftskalender nehmen, wie zum Beispiel den von Investing.com. Du setzt dich sonntags hin, du gehst in diesen Wirtschaftskalender und du guckst dir an für die kommende Woche, wann kommen zum Beispiel Inflationsdaten, wann kommen Zinsentscheide, wann kommen Arbeitsmarktdaten. Das sind so diese drei wichtigen Events, die die Forex-Kurse, aber durchaus auch die Indizes oder Aktien bewegen können. Ja? Und... Ähm, wie das Ganze funktioniert und was wir im Bereich Charttechnik dann da noch draus machen können, das erkläre ich dir jetzt im nächsten Schritt anhand von Tradebeispielen. beispielen Eine vor noch. Ich hatte am Anfang gesagt, dieses Verständnis ist auch für die Leute wichtig, die eigentlich das gar nicht handeln wollen, sondern nur nach Charttechnik agieren. Ich gebe dir ein einfaches Beispiel. Nehmen wir mal an, du handelst mit irgendeinem Indikator, zum Beispiel einem Moving Average oder Bollinger Bändern. Dich interessieren Nachrichten überhaupt nicht. Du machst einen Daytrade im Euro-US-Dollar und du möchtest zum Beispiel, wenn einer dieser Indikatoren dir ein Einstiegssignal gibt, rein auf Basis von Charttechnik handeln. Wenn du dir also nicht die Mühe machst, zu verstehen, gerade hier für Forex, ja, die wichtigen Wirtschaftsdaten mal herauszuarbeiten und zu wissen, oh, die kommen heute aber um 14.30 Uhr für den US-Dollar, dann ist das Harakiri und du wirst keinen guten Trade machen, weil Schön und gut, dass dein Indikator dir gerade um 13.58 Uhr oder um 14.29 Uhr ein Einstiegssignal gibt, dieses Event hat die Power, den Euro-US-Dollar innerhalb von wenigen Sekunden ab 14.30 Uhr, wenn die Daten veröffentlicht werden, um 50 oder je nachdem auch 100 Pips nach oben oder nach unten zu schieben. Und dann spielt deine Charttechnik überhaupt keine Rolle. Deshalb nochmal, du musst es verstehen, dass es Events gibt innerhalb von einer Woche die das jeweilige Asset richtig bewegen können. Wir News Trader bauen daraus Trade Ideen auf. Die Anti-News Trader, und da haben wir übrigens auch immer wieder Strategien, auch ich, die sehr technisch orientiert ablaufen, handeln genau dann nicht. Sondern wenn das Event vorbei ist. So, als nächstes zeige ich dir eine wirklich sehr, sehr hilfreiche Webseite für News Trading. Ich sage aber auch schon mal direkt: Wenn du mehr zu den Strategien, die jetzt gleich auch kommen werden, noch erfahren möchtest, dann kannst du auch unter dem Video in der Videobeschreibung einen Link zu unserem Trader Training finden. Das ist für Anfänger, für Fortgeschrittene. Da gehe ich A, auf meinen Werdegang ein, wie sich hier die Truppe entwickelt hat, und auch auf die Strategien, die wir hier tagtäglich handeln und den Leuten beibringen, die es lernen wollen. Du bekommst einen super ersten Eindruck Dauert circa 60 Minuten, gibt verschiedene Termine zur Auswahl, ist kostenlos, aber sehr, sehr hilfreich, wenn du sagst, hey, mit der Strategie bin ich noch nicht so richtig unterwegs. Da kriegst du eine ganze Menge Input. Also, hier forexlife.com, auf Englisch kann man sich ja aber auch über Browser-Plugins auf Deutsch übersetzen lassen. Es gibt hier zum einen Wirtschaftskalender, ich hatte aber auch gesagt, du kannst den von investing.com nehmen, setzt dich hin, guckst jeden Tag, was ist wichtig. Eine Anmerkung dazu. Die Kalender treffen oft eine Auswahl, ob ein Event wichtig ist oder nicht. Ich bin da nicht einverstanden. Also merkt ihr einfach, dass die wichtigsten Events die Inflationsdaten sind. Ja, zum Beispiel auch äh, auf Englisch CPI, Consumer Price Index, und ähm, auf Deutsch VPI, Verbraucherpreisindex, Arbeitsmarktdaten und dann eben die Zinsentscheide. So. Wir hatten, also du siehst hier nicht nur den Kalender auf Forex Live, ja, man, man kann hier auch mal in äh, das Feed gehen, die Startseite und du bekommst hier nonstop wirklich gute Infos, was passiert gerade am Markt. Nochmal, das ist mir total wichtig, ich hab, deshalb möchte ich das immer wieder betonen: nur die wenigsten News haben die Power, Märkte zu bewegen. Aber wenn du das weißt, Gerade weil so Events ja auch auf Knopfdruck kommen können, die Uhrzeit feststeht, kannst du dich auch sauber vorbereiten. Ja, also was ist passiert? Ich möchte dir so ein Beispiel geben. Bei uns aus der Trading Lounge. Was machen wir anders? Wir nehmen mal ein exotisches Währungspaar, was vielleicht keiner so richtig auf dem Schirm hat. US-Dollar polnisches Lotti oder Swote, wie die äh, Polen glaube ich sagen. Ähm, kannst du tatsächlich bei vielen Brokern handeln? Ähm, broker von uns äh, ist GBE-Brokers, da geht's auch. Und ähm, auch ColMex Pro. Und ja, was ist da passiert? Da siehst du hier gerade den 1 minuten chart in der äh, MOS-Dollar und äh, gegen polnische Slotti. Hier ist der 1 minuten chart und in einer Minute kommt der Zinsentscheid der polnischen Notenbank. So und es wird erwartet, dass der Leitzins um 0,25 Prozent gesenkt wird. Das ist also das, was vom Markt eingepreist ist und das Wichtige ist hier, was kommt dann als Ergebnis raus und wie groß ist diese Abweichung zur Prognose. Wenn die dann wirklich nur um 0,25 Prozent senken, wird das im Kurs nicht viel machen. Klar, kann es auch volatil werden, aber was wir ja wollen, ist ein klares Momentum für die nächsten Minuten oder sogar Stunden. Und das wird oft dann kommen, wenn der Überraschungsfaktor sehr, sehr groß ist, also eben nicht das erwartete Ergebnis kommt, sondern ein anderes. Und hier ist es jetzt gestern so gewesen, dass ähm, die polnische Notenbank überraschend die Zinsen stärker gesenkt hat und wenn deine Zins überraschend stark gesenkt wird, dann schwächt es die Währung. Also was passiert hier gleich? Wir gucken es uns einfach mal an. Ja, in dem Fall US-Dollar, polnisches Slotty geht durch die Decke. Dollar gewinnt an Stärke, was letztendlich aufgrund der sloty schwäche zustande gekommen ist. Und du siehst hier in diesen ersten Minuten ein ganz, ganz krasses Momentum und ähm, ich zeige dir da jetzt, als nächstes ein Trade von unserem Trading-Team, bevor wir dazu übergehen, ja, so ein Blick in unseren äh, Mitgliederbereich, in unser Forum, wo sich unser Team, aber eben auch die Mitglieder jederzeit austauschen, wo so Events auch vorbereitet werden. Und hier unser äh, Kollege, der Andreas, der sehr, sehr fit ist im makroökonomischen Umfeld, der hat das Event auch. Entsprechend begleitet polnische Zentralbank senkt überraschend stark die Zinsen. Hier sieht man es nochmal: 75 Basispunkte anstatt der erwarteten 25 Basispunkte. Das ist die erste Reaktion. Und das ist eben was, wo wir sagen: Wir wollen uns gar nicht vorher positionieren. Wir werden auch gar nicht hier diesen Move mitkriegen, sondern wir wissen, wenn die Überraschung groß genug ist, so wie hier, dann gibt es nach diesem ersten Algorithmus getriebenen Move einen nächsten und da können wir dann dabei sein. So, was wir jetzt hier sehen, ist, dass äh, ein Trade auf Basis des Zinsentscheids gemacht wurde, circa 4-5 Minuten nach dem Event. Nochmal, es ist nicht nötig, hier reinzukommen. Ja, kann sich Zeit nehmen, das Ganze auswerten. Grünes Dreieck ist der Einstiegskurs. Ähm, hier gab es eine kleine Planänderung mit der Möglichkeit, mehr aus dem Trade rauszuholen. Erster Teilverkauf wurde gemacht. Dann wird der Stop-Loss nachgezogen. Und damit ist der Trade risikolos gestellt. Ja, du siehst also, dass solche Events, wenn es eine krasse Abweichung zur Prognose gibt, eben die stärksten Reaktionen hervorheben können. Und wenn wir uns das mal angucken, das war jetzt hier heute der, äh, sorry, gestern ähm, der Ein-Minuten-Chart. Ja, ich hatte am Anfang gesagt, es geht nicht nur um Scalp-Trading. Man kann hier zum Beispiel auch Day-Trades draus machen oder auch. Swing Trades, das hier gestern war das Event. Man sieht es an der impulsiven 5-Minuten-Kerze hier. Es ging auch danach über Stunden noch weiter. Natürlich kommt dann irgendwann eine Korrektur. Hier sind wir dann auch am Ende der US-Session. Das Handelsvolumen gerade in einem Nebenwert. Über Nacht in der Asien-Session naturgemäß nicht mehr so groß. Mit Beginn der London-Session am nächsten Tag kommt der nächste Schwung rein. So, das sind also einfach Dinge, wo ich sage, man kann das mit verschiedensten Trading-Stilen ähm, nutzen, so ein Event. Selbst wenn du jetzt hier um 15.30 Uhr oder was noch in bist oder keine Zeit fürs Trading hast, mit einem guten Newsfeed oder halt auch über unsere Lounge kriegst du natürlich auch raus, was passiert hier ähm, sonst oder was ist da passiert heute. Du kommst jetzt vielleicht erst also um 18 Uhr ans Trading Desk und kannst solche Events dann ja im Nachgang immer noch verwerten, vielleicht aus einer Korrektur heraus handeln. Ja, sodass ähm, es hier diverse Möglichkeiten gerade auch für die Berufstätigen gibt. Jetzt möchte ich dir zum Abschluss auch noch ähm, ein Aktientrade von gestern zeigen. Wir hatten, und das haben wir immer Hier die Watchlist mit der äh, US-Börse, die jeden Tag. Ähm gepostet wird gegen ja, Viertel vor drei. Hier waren wir so ein bisschen früher, in der Regel vom Lukas, unserem Analysten mit Link, ja, wo wir jeden Tag die News herausarbeiten, die Aktien schon vorfiltern, wo es interessant wird, wo wir News und vorbörsliche Reaktionen schon haben, Liquidität gut genug ist. Und dann haben wir diverse Setups. Wir haben Breakout-Setups, wir haben Reversal-Setups, die wir handeln wollen. Und ähm, da war gestern zum Beispiel äh, die, die LUV-Aktie ähm, als ja, Airline, einer der US-Airlines dabei, die hier als Short-Kandidat in Frage gekommen ist. Eins der Setups, was ich sehr gerne handle, ist so ein Reversal-Setup, wo der Kurs erstmal entgegen der News steigt oder eben fällt, je nachdem, mit Momentum und man dann eben ein Trendwende handeln kann. Falling Wedge ist so eine schöne Formation, die man dann nutzen kann. Also hier wurde es auch angekündigt, was hier vorbereitet wird. Dann gab es entsprechenden Live-Trade dazu. Und das Schöne ist, dass nicht nur ich da in der Lage bin. Hier war der Peter dann auch derjenige, der unabhängig von mir eine ähnliche Idee hat. Und ähm, ja, man einfach sieht, es geht hier nicht ums Copy Trading. Ich hasse Copy Trading, weil du dann in der Regel nichts lernst und immer abhängig bleibst. Sondern wir wollen einfach Theorie und Praxis verbinden und den Berufstätigen aber insbesondere helfen, täglich Trade Ideen mit aufzubauen. Die Entscheidung trifft natürlich jeder Trader für sich. Ja, um zurück zu dem Trade Beispiel zu kommen. So, hier so sieht das Ganze aus. Wir hatten schlechte News. Trotzdem kann äh, es ja durchaus erstmal eine Gegenbewegung geben. Und hier wurde dann praktisch ein Ausbruch aus der Falling Wedge abgewartet, ein Teilverkauf gemacht und dann hier der Rest auch äh, entsprechend am nächsten Unterstützungsbereich. So, und das ist für uns systematisiertes Trading äh, auf Basis von News. Ja, aber nochmal, es geht nicht nur ums News Trading, es geht darum zu kapieren, wann werden Märkte bewegt, wie werden die bewegt und was kann ich dann auch als Anti-News-Trading-Ansätze durchaus daraus machen. Und deshalb ist das für mich einfach wesentliches Fachwissen, was jeder Trader gebrauchen kann. Und wenn du sagst, boah... Das würde ich gerne etwas vertiefen. Dann finde ich das A gut und B gibt es direkt die Möglichkeit, dass du unter dem Video eben über den Link dir einfach mal unser Trader Training anguckst. Wie gesagt, kostet nicht 60 Minuten. Da stelle ich das hier auch nochmal en detail vor. Es ging vielleicht jetzt ein bisschen schnell. Aber ich bin mir sicher, du hast zumindest einen guten Eindruck gerade bekommen, was wir hier so im, im Team Trading Freaks machen, wie wir dich auch unterstützen können. Und ähm, damit ja, würde ich sagen, machen wir genau da weiter. Ich freue mich über ein Like für das Video und sag mal, bis in Kürze. Ja, okay. <laughs> lauf, lauf, du bist frei. Nochmal noch. Mal noch.